Die Zwölfe zum Gruße. Heute schauen wir uns mal eine etwas andere Quest an, wo es eher nicht ums Kämpfen geht. Und wir sind zwar in Greifenfort, und zwar ziemlich hier im Nordosten, wo der Laske Jasperian rumsteht. Ein kleiner Junge. Die Zwölfe zum Gruße. Hey, da war ein Beutel in der Kuh. Ach du dicker Fex, was soll ich denn damit? Einen spitzen Stock hätte ich jetzt li viel lieber. Damit könnte ich viel besser in der Kuh pulen. Willst du tauschen? Ich gebe dir einen Schatz aus der Kuh, wenn du mir einen spitzen Stock suchst. Der Hajo hat immer welche, aber der musste mit dem zum Baden am Markt. Die Zwölfe mit dir. Ja, klingt recht einfach. Besorge einen Stock. Und da ist der Hajo. Die Zwölfe zum Gruße. Ich muss meiner Mutter Gesellschaft leisten. Laske will den spitzen Stock. Den bekommst du nur für eine frische Birne. Die anderen drüben im Hain haben bestimmt eine. Die Zwölfe mit dir. Also, die wollen uns ein bisschen verarschen hier, die Kinder. Die schicken mich nämlich jetzt an 1000 Stellen. So, hier sind wir am Hain, am Apfelhain, am Birnenhain, am, ja, Fruchthain. Der eine zum Große. Du willst eine Birne für Hajo? Der zieht mir immer an den Haaren. Für den gebe ich dir nur eine Birne, wenn du N dazu bringst, unsere Murmeln rauszurücken. Dann können wir auch endlich mit diesem doofen Spiel aufhören. N findest du beim Nordtor, aber pass auf, die ist ziemlich verschlagen. Der eine mit dir. Das seid ihr doch alle hier. Kleine Straßenbande. Ja, aber am faustdicksten. Jetzt zeige ich euch gleich, wer es am faustdicksten hinter den Ohren hat. Die ist nämlich hier unten am Hafen. Kleine Streunerin. Zukünftige Diebin sehr wahrscheinlich. Vielleicht sogar eine Fexgeweihte, wer weiß. Seid mir gegrüßt. Ich gebe dir die Murmel nicht. Erst will ich meine Rondra wieder. Die hat der blöde Bruno gefressen. Das ist der Hund vom Paro Herogott. Und wehe, da ist Sabber dran. Glück auf deinen Wegen. Den Paro kennt man noch von einer anderen Quest. Der will nämlich Wolfsfell haben. Und zwar ein makelloses war es, glaube ich, gewesen. Und damit er hier der Leitwolf ist vor dem gewaltigen Hund. Die Rondra von N. Ach, du meinst ihre blöde Puppe. Die hat Bruno verscharrt. Wenn du mir ein schönes Kotelett für Bruno von Frau Manninger holst, sage ich dir auch wo. Ja. Einmal wieder runter. Nämlich ganz im Nordwesten der Map ist die Manninger, eine Händlerin, die wir direkt mal ausrauben werden. Klar, dass es Zufall ist, was man rauben will und man nicht entscheiden kann. Koteletts, frische Koteletts, kauft Leute, ganz frisch vom dicken Olesen. Travia zum Gruße. Ah, Kundschaft. Lalala. Ach, was ist denn das da hinten? Ein dreiköpfiger Affe. Ach, schade, wir haben nur einen Apfel Travia stehlen mit können. dir. Also ich konnte nicht entscheiden, was ich stehle. Man kriegt es per Zufall. Das finde ich sehr schade. Also kaufen wir uns jetzt mal eins. Und wir könnten eigentlich direkt mal den Apfel essen, den wir gerade gestohlen haben. Lecker. Bei Travia, das ist ein schönes Stück Fleisch. Hier, Bruno. Die Rondra hat er drüben am Orkschädel verbuddelt. Aber die doofen Ziegen Peggy und Maggie haben sie wieder ausgegraben. Ja, von denen gibt es ja so eine Tagesquest, wo Peggy und Maggie jede Menge Schätze haben. Die verbuddeln alles. Dann gehen wir mal zu denen hin. Die sind hier im Westen. Nordwesten. Ingerammt zum Gruße. Der böse Hund hat die arme Püppi verbuddelt. Das ist jetzt unsere Püppi.
Weil, ja, Lila hat unseren Glitzerstein geklaut. Bestimmt hat sie den ins Wasser geworfen. Schnieft. Ingram mit dir. Ja, und die, ja, Lila, das ist die, die von der ich geredet habe, die hat's faustdick hinter den Ohren. Und die wird bestimmt, ja, Fex anbeten bis zum geht nicht mehr. Ja, wo ist sie denn? Sie ist gar nicht hier. Normalerweise steht sie hier. Schauen wir mal ins Lagerhaus rein. Das ist neu. Sonst stand sie immer da. Okay. Die lockt einen auch mal da rein in das Lagerhaus. Die hat es nämlich nur, um da den anderen drei Spitzbuben, die da drin sind, was abzuhacken. Ah, da ist sie ja. Interessiert behält Jalilia unsere Umwelt im Auge. Sie hat die Haare zu einem braven Zopf geflochten und ein glückliches Kinderlächeln liegt auf ihrem Gesicht. Was willst du von mir? Ich habe dich noch nie gesehen. Ja, ich habe so einen Glitzerstein. Wie viel zahlst du? Guck nicht so, sonst werfe ich ihn in den Hafen und schrei ganz laut. Ich werde ihn dir geben für einen Satz Dietriche. Was willst du denn mit Dietrichen? Aber ich kann es mir vorstellen. Die kannst du bei Rulf Dergo im Orkschädel kaufen. Der will mir keine geben, sagt, ich wäre zu jung dafür und kleine Mädchen sollten spielen. Blödsinn. Ich muss lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Preis mit dir. Ja, also das ist auf jeden Fall eine zukünftige Diebin, Streunerin oder was auch immer. Erinnert Marder mal an sie früher. Da oben ist er ja. Travia zum Gruße. Dietriche, nicht so laut. Muss ja nicht jeder hören. Kann dir eh nicht helfen. Meine kleine Rike hat sie mal wieder verbummelt. Hat eine blühende Fantasie, das Kind. Tut mir leid. Da ist Travia sie mit doch. dir. Rike Dergo. Quatschen wir sie mal an. Der eine zum Gruße. Ja, ich habe Dietriche. Aber du musst mir eine Silbermünze für den Brückentroll unten im Keller geben. Dann kannst du sie haben. Ihr habt einen Brückentroll im Keller. Okay. Pereine mit Dann dir. kaufen wir mal Dietriche. Kann man leider nicht mehrere haben, um irgendwie leichter an Truhen oder sowas zu kommen. Oder verschlossene. Gibt ja auch Quests, wo man Schlüssel für braucht. Dann verlassen wir mal diesen Schuppen. Also, Dietriche bringen. Jetzt haben wir aber auch alle abgeklappert, die wir abklappern mussten. Und können jetzt rückwärts im Endeffekt, damit jeder das kriegt, was er haben will, nochmal alle abklappern. Weil jeder was hatte, was der andere haben will. Okay, dass sie ein Stück südlicher ist, ist neu. Na bitte, bist doch nützlicher, als du aussiehst. Hier hast du den dämlichen Stein. Ist nur billiger Glimmer, nix wert. Die doofen Puten halten ihn für einen großen Schatz. Preis mit dir. Na gut. Ingram zum Gruße. Unser Glitzerstein. Schau, Maggie. Wir haben unseren Schatz wieder. Hier hast du die Püppi. Die ist eh ganz nass und riecht nach Hund. Ingram mit dir. So. Da hast du deine Rondra wieder. Was willst du? Endlich habe ich meine Rondra wieder. Bäh! Da ist lauter Sabber dran. Und wieso hat sie ein Kleidchen an? Die sieht ja aus, als hätten kleine Mädchen damit gespielt. Okay. Naja, wenigstens habe ich sie wieder. Ihren Rondra-Kamm und die Brüne finde ich schon noch. Hier hast du die Murmeln. Bis wir uns wiedersehen. Till we meet again, my friend. So, Sophie will die Murmeln. Das war die bei dem Apfelhain. Birnenhain.
Pereine zum Gruße. Juhu, du hast unsere Murmeln gefunden. Danke. Dafür kannst du auch eine Birne haben. Auch wenn du sie Hajo gibst. Los, spielen wir eine Runde Goblin-Schnaggeln. Pereine mit dir. Die Zwölfe zum Gruße. Ich dachte schon, du kommst gar nicht wieder. Hier, der spitze Stock, aber pass auf, dass Mutter ihn nicht sieht. Laske soll mir was von der Kuh übrig lassen. Die Zwölfe mit dir. Okay. Makabre Kinder, die der Kuh rumstochern wollen. Die Zwölfe zum Gruße. Du hast einen spitzen Stock? Sehr gut. Wollen wir ihr jetzt die Augen auspieken? Ach, der Schatz. Ja, klar, hier hast du ihn. Die Zwölfe mit dir. Na, Wahnsinn. Potente Zaubertränke bekommen. Boah, abgefahren, ne? Ja. Können wir verkaufen. Ich hoffe, ich war eine Hilfe. Bis demnächst, euer Chojin.